Liebe Zuschauer, wir melden uns wieder aus dem Büro des Mehrgenerationenzentrums, denn wir wollen uns einem Thema widmen, das noch ein bisschen Zeit hat. Die Thema ist die kommende Adventszeit. Wolfgang Buschner, Advent, Weihnachten, das bedeutet natürlich für Barleben auch einen Barleber Weihnachtsmarkt. Und da habt ihr jetzt schon ein entsprechendes Anliegen. Ja, also zunächst mal sind wir ja genau 6 Monate vor dem Heiligen Abend. So, das ist ja immer so eine Zeit, wo man sagt, mein Gott, 6 Monate noch Zeit. Aber wir wollen den Weihnachtsmarkt für die Ortschaft Barleben vorbereiten. Und dazu brauchen wir einfach die Mithilfe von Vereinen, Privatpersonen, Geschäftsleuten. Was stellt ihr euch vor? Wir stellen uns idealerweise vor, dass sich bei uns Vereine, Privatleute, Geschäftsleute, je nachdem, wer Lust und Laune hat, am Weihnachtsmarkt mitzumachen, sich bei uns meldet, so, und wir dann im Prinzip gemeinsam entscheiden, was machen wir. Das trifft genauso gut Kulturschaffende. Also wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte 3 Lieder auf dem Weihnachtsmarkt singen, ja, der kann zu uns kommen und kann das gerne machen. Das heißt, man sollte sich jetzt bewerben. Ja. Damit dann hinterher nicht, was weiß ich, 8-mal Glühwein und überhaupt keine Bratwurst gibt, sondern dass das ein bisschen konzeptionell und strukturell organisiert wird. Das kann man ja mit dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen schieben. Und es geht natürlich auch um das Eröffnungsprogramm. Ja, also vielleicht nochmal zur Versorgung. Wir möchten natürlich ein sehr ausgewogenes Versorgungskonzept haben. Wir möchten viele Sachen anbieten, sodass der Bürger, der Besucher des Weihnachtsmarktes die Möglichkeit hat, sich sehr umfassend und sehr, ja, sagen wir mal, ergiebig und abwechslungsreich zu verköstigen. Das betrifft sowohl die Speisen als auch die Getränke. Und natürlich möchten wir wieder ein Programm am Freitag, Samstag und Sonntag haben. Wie gesagt, wo sich jeder eigentlich beteiligen kann. Der Freitag wird ein bisschen mehr unter dem Zeichen des Fensters stehen, gemeinsam mit den Kirchen hier in Barleben. Und Samstag und Sonntag soll es dann ein Nachmittags- und ein Abendprogramm geben. Dazu muss man seine Bewerbung bitte wohin richten? Am allergünstigsten an mail@mgz-barleben.de, das ist unsere Mailadresse. So, man kann aber natürlich auch anrufen unter Barleben 20 96 24. Und dann drücken wir uns natürlich beide die Daumen, dass im Mitte Dezember, ja, apropos Mitte Dezember, wann ist denn jetzt der Datum des Weihnachtsmarktes geplant? Am 2. Adventswochenende. Und jetzt frag mich nicht nach dem Datum. Das gucken wir jetzt nach und blenden es gleichzeitig unten ein. 2. Adventwochenende in Barleben. Bis dahin sind hoffentlich die Corona-Einschränkungen weitestgehend aufgehoben. Dafür drücken wir uns die Daumen. Ja, also wir hoffen, dass wir nicht alle unbedingt 1,50 Meter Abstand halten müssen. Und wir hoffen auch, dass diese Maskenpflicht dann nicht mehr gilt. Denn mit einer Maske Glühwein trinken und eine Bratwurst essen ist verdammt kompliziert. Das ist richtig. Also schauen wir voller Optimismus in die Zukunft. Liebe Zuschauer, melden Sie sich bitte hier beim Mehrgenerationenverein, wenn Sie eine Idee für den Weihnachtsmarkt haben.